Hallo zusammen und willkommen zu unserem QR-Code-Encoding-Projekt in Minecraft. Bevor wir jetzt mit der Maskierung weiterarbeiten, möchte ich kurz ein Thema einschieben und das ist die Versionserkennung. Wir haben in den QR-Codes verschiedene Versionen. Bedeutet so viel, je höher die Version, umso größer wird er. Wir erstellen einen mit Version 2, der ist 25x25 Blöcke. Aber es gibt auch Codes, die wesentlich größer sind. Es geht bis Version 40. Ab einer gewissen Größe wird es für den Computer schwierig. Also abzuzählen ist das Einfachste, oder? Aber dass hier einzelne Pixelchen kaputt sind und hier auch welche, ist ja nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Je länger der Code, also die Reihe ist, umso öfter kann ein Fehler auftreten. Wird es schwierig für den Computer zuverlässig festzustellen, um welche Version es sich handelt. Und dann gibt es ab Version 7 solche Bereiche hier, die hier und hier definiert sind, wo uns die Versionsnummer gespeichert ist. Optisch zu erkennen ist es furchtbar einfach. Version 6 hat noch kein so Ausrichtungspattern in der Gegend und ab Version 7 haben wir so Ausrichtungspattern hier. Also man erkennt es von weitem. Gut. Der Code, um welche Version es sich handelt, ist hier drin versteckt. Es liest sich von unten rechts, dann die zwei rüber, dann hier, 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 hier. So rum lässt sich's. Der hier fängt auch unten rechts an. Man liest es aber aufwärts und geht immer eins nach links. So. Und die ersten 6 Bits ist unsere Information und die anderen sind unsere Redundanz. Und so kann man lesen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also wäre 0, 0, 0, 1, 1, 1. Das wäre 7. Und das ist die Version 7. Versteht sich von selbst. Wir haben noch kleine Anmerkung, den anderen Code, den wir hier hatten, für die Formatinformationen, der ist ja über eine Maske gelegt. Grund war ja, weil ja Code 00000 gibt eine komplette Reihe 0 und Code 1111 gibt eine komplette Reihe 1 und darum eine Maske drüber, damit man es wieder ein bisschen divers hat, damit man es besser erkennen kann. Jetzt ist es so, Version 0 gibt es nicht und bei Version 40 hört es auf. Also wir haben nicht die Möglichkeit hier alles Nullen zu haben oder alles Einsen. Darum gibt es hier keine Maske. So, und jetzt möchte ich wieder ein bisschen kurz ins Detail eingehen. Wir wissen ja, wenn wir jetzt den von Hand entschlüsseln, schauen wir uns die 6 Bits an, also Module, und wissen, was es für eine Version ist. Wenn wir aber einen erzeugen wollen, müssen wir da ein bisschen tiefer reingehen, um zu wissen, was da eigentlich passiert. Es wird wieder so, ich schmeiße jetzt mal ein Fremdwort in den Raum, zyklische Redundanzprüfung oder BCH-Codes. Es gibt furchtbar viele verschiedene Benamslungen. Alle reden am Schluss um selber rum. In Detail, der QR-Code greift auf den Code 18,6 Galley-Code zurück. Bitte hängt mich nicht auf wegen dieser Benennung. Ich sage so, 18 steht für die Anzahl der gesamten Bits oder Module. Und die 6 steht für die Information und die anderen 12 sind entsprechend die Redundanz. So. Der verwendet natürlich auch ein spezielles Polynom, was nur hier gilt und immer nur hier gilt. Das wäre das hier. Ich lese es euch kurz vor. Es ist gx gleich x hoch 12 plus x hoch 11 plus x hoch 10 plus x hoch 9 plus x hoch 8 plus x hoch 5 plus x hoch 2 plus 1. Das wären genau die hier. Und natürlich nehmen wir wieder unsere Information, in diesem Fall unsere 7, setzen die hier hin,
rechnen die mal x hoch 12. Dann kriegen wir unsere, also x steht eigentlich immer für die 2. Hä? Nur als Randmerkung. Aber ich bleibe bei x, dann ist es einfacher schlussendlich. X hoch 12, das heißt, entstehen dann 12 Nullen. Die brauchen wir dann für unseren Rest, damit wir dann das prüfen können. Dann schauen wir mal, gehen wir eins runter und schauen wir kurz die Division an oder des gesamten Division. Ganz einfach. Wir rücken bis zur ersten Ziffer, wo 1 ist. Dann kommt unser Generatorpolynom unten ran. Hier. Dann wird dividiert und dann bleibt ein Rest übrig. Und in diesem Fall ist der Rest vollständig. Den kann man nicht mehr weiter teilen, weil man keine weitere Null runterkriegt. Und dann ist das der Rest. Wir schreiben unsere Daten hin oder unsere 7 plus den Rest. Beziehungsweise wir ziehen den Rest von den 7 ab, dass wir beim nächsten Mal teilen bei der Prüfung, damit es dann mit unserem Generatorpolynom dann aufgeht. Wunderbar. Ich möchte es nicht unnötig aufblenden. Wie wir das dann die Prüfung machen, ist einfach, wir nehmen die übermittelte Daten und dividieren wieder durchs Generatorpolynom, ist der Rest 0, dann ist es korrekt. Daher sind zwei abgebildet, ist eins beschädigt, wird er feststellen, dass hier nicht 0 rauskommt und dann schaut er sich das andere an und wenn er feststellt, hier kommt 0 raus, dann weiß er, das stimmt und das nicht. Oder umgekehrt. Ist eine einfache Sache, ist in meinen Augen, also rein von der Komponente, oder? Wir schreiben hier 2x 18 Bits hin. Das sind 36 Bits für eine Information, wo eigentlich nur 6 Bits lang ist. Ja, gut. Da müsst ihr den Entwickler des QR-Codes mal fragen, wie er das eigentlich sich vorgestellt hat. Über Sinn und Unsinn. Aber gut ist, dass man da nicht großartig irgendwelche Algorithmen laufen lassen muss, um festzustellen, welches das jetzt ist. Das ist einfach zweimal abgebildet. Wenn das eine beschädigt ist, dann stellt das fest mit der Division und nachher kann er sich auf das beziehen, wo die Division aufgeht. So. Ganz einfache Sache. Wunderbar. Wir werden das nächste Mal uns um die Maske kümmern. Das wird ein ziemlich aufwendiger Part. Ich werde es in mehrere kleine Videos unterteilen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr gerne habt oder wie ihr es gerne habt. So, ist es nice, wenn man so ein Halbstunden-Video hat, wenn man gerade so ein Thema in sich schließen will? Oder ist es lieber so Teil 1, Teil 2, Teil 3 und jeweils 10 Minuten macht? Oder 15 Minuten? Zwar am Schluss und endlich, wenn ihr das irgendwann mal in der Wiederholung anschaut über die Playlist, dann ist es eigentlich Wurst, wie lange die Videos sind, weil ihr schaut es eh in der Folge an. So, gut. Ich hoffe, dass hier mit der Versionsinformation, dass das abgeschlossen ist, werden wir jetzt nicht mehr treffen, weil wir ja einen kleineren QR-Code behandeln, einer Version 2. Da hat das mit der Versionsinformation nicht drauf. Das treffen wir erst ab Version 7 an. Also ist das für uns jetzt in diesem Projekt abgeschlossen und abgehakt. So, gut. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Von den Dingen, die ich hörte, ist mir eines geblieben. Wir gehören zusammen wie die 3 und die 7.